Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zu einem neuen freshen Video hier auf diesem Kanal. Wir reagieren heute zusammen auf die Wahrheit über Teleshopping-Werbung. Vom lieben Alternativ. Der Name ist zu lang, er kann nicht angezeigt werden. Darum gehen wir ein Vorbild und gönnen uns die Sache. Und diesmal strikt mich nicht weg, YouTube. Ich wollte schon mal auf Malle reagieren, das Video wurde gesperrt. Dankeschön, YouTube. Ich tue ihn doch immer in die Videobeschreibung. Link ist unten. Machst einen Kühlschrank auf, fällt ein Bier draus, Lasst gehst ein Like da. einmal um Und den ein Abo. Kühlschrank rum und dann, meine Damen und Herren, das ist ja saugt praktisch, der das war grad auf. Und jetzt mal ganz ruhig! Erinnert ihr euch noch an Nein Live und Co. damals, als man noch legal im deutschen Fernsehen abgezockt werden konnte? Ach ja, gute alte Zeit. Die Sender, bei denen man entweder irgendwas verkauft bekommen hat oder bei denen man anrufen konnte, um bei lustigen Spielen eine Menge Geld zu gewinnen. Spiele wie Haus! 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 Von den degenerierten Verwandten der Soup-Soup-Soup-Erfinder aus Harry Potter. Das Ziel des Spiels, Wörter mit Haus am Ende erraten. Die Antworten? Na hier! Wildschweinhaus. Okay. Spargelgewächshaus. Spargel? Fischräucherhaus, jawohl. Okay, jetzt wird's ein bisschen ridiculous. Fledermaushaus. Fledermaushaus. Sind wir bei Batman oder was? Und das System dabei ist immer das gleiche. Die Frage ist übel leicht, die Antworten aber meistens irgendein erfundener Nominativ, den nicht mehr der Duden selbst kennt. Bei dem Spiel sagt zum Beispiel jemand... Lagerhaus. Junge! Aber die richtige Antwort ist natürlich... Tabaklagerhaus. Was kommt als nächstes? Gelbes Tabaklagerhaus mit Vorgarten, Häuschenhaus. Da könnte ich wahnsinnig werden. Und im Hintergrund läuft auch immer irgendwie die schlechte Version von dem Donkey Konga Soundtrack, um dich richtig nervös zu machen, ne? Damit du auch ordentlich anrufst. Da haben wir noch pro Minute bezahlt, Philipp. 50 Cent für einen Anruf und nochmal pro Minute. Und irgendjemand schreit dich immer an, weil die Antworten ja so leicht sind. Es ist eins dabei, das ist noch einfacher als das Forsthaus. Und ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Begrüßungsfrüchtchen, kriege ich da jetzt eine Tomate geschenkt? Oder was? Nein, aber ernsthaft, ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Das ist das Beste, was das deutsche Fernsehen jemals zu bieten hatte! Wünscht ihr euch nicht auch, dass endlich mal wieder jemand unverblümt die Leute über den Fisch zieht? Nicht so eine Bibi's Beauty Pelznuber, Philipp! Lachsforelle. Ist das nicht schön? Max Schradin, der Moderator, ist schon eine kleine Legende. Man kann sich Autogrammkarten von ihm runterladen. Sich eine Autogrammkarte runterzuladen und auszudrucken, ist genau das gleiche, wie sich bei irgendeinem Star ins Foto zu shoppen. Oh, guck mal, Philipp, das bin ich mit The Rock! Ist aber klein geworden. Aber ernsthaft, der Typ hat einfach stundenlang aus nichts Content gemacht. Wenn man ehrlich ist, war der einfach der Vorgänger von 90% aller deutschen Twitch-Streamer. Der war böse. Nur, dass er keine Prime-Subs hat. Da war nichts umsonst. Junge, das ist ehrenlos. twitch.tv/luchsheim2, guckt vorbei. Nicht mehr an. Und ich wünschte, ich hätte dieses Talent, einfach stundenlang über nichts zu reden und dabei trotzdem die Spannung so hoch zu halten, dass wenigstens irgendjemand aus Mitleid meine Scheiße kauft. Meine Damen und Herren, heute suchen wir einen Begriff mit Merch. Da wird hier jemand direkt durchgeschaltet. Der Hot-Button schlägt zu. Was ist die richtige Antwort? Merch. Weltklasse, meine Damen und Herren. Meine Mutter hat schon damals gesagt, mein Alternativ-Merch ist der beste Merch! Oh yeah! Okay, okay, stopp! Aber ernsthaft, ihr habt nur eine Woche Zeit, euch mein Alternativ-Merch zu gönnen. Also, erster Link in der Videobeschreibung. Kauft euch Merch! Lachsforelle! Hä, funktioniert das so? Ich glaube, ich kann kein Teleshop. Und nein, Live gehörte zu ProSiebenSat.1 Media Group. Zugegeben waren die aber irgendwie auch immer der ungeliebte Cousin. Wenn die gekonnt hätten, hätten die einfach Nein Live im Keller aufs Schild geschrieben. Und noch eine Etage dran bauen. Da kann man dann die fragwürdigen Sendungen produzieren. Die haben eine Menge Kohle mit den Sendungen gemacht und da haben in einem Jahr 20 Millionen Leute angerufen. Ja, nein, ich bin ja nicht dumm. Ein Viertel von Deutschland. Alle kerngestört. Mein Name ist Wikipedia. Da wundert es mich nicht, dass niemand mehr weiß, wie man eine Maske richtig trägt. Aber mal ehrlich, die Redaktion von Nein Live war zum Teil wirklich... Klug ist nicht der richtige Ausdruck dafür. Sagen wir mal einfallsreich. Einfallsreiche Arschgeigen, Philipp. Hier soll man zum Beispiel alle Buchstaben zählen. Wenn man den Text und die Tastatur zusammenzählt, kommt man auf 99. Die Lösung setzt sich aber laut Nein Live so zusammen. Zu den 99 kommen nach 9 Live Gusto noch 2a, 3d, 4g. Dann ist man aber immer noch erst bei 143. Im Wort 9 Live zählen zusätzlich 9l. Und wer sich jetzt denkt, ja, okay, da hätte man vielleicht noch drauf kommen können. Auch wenn das keine Buchstaben sind, okay. Der wird spätestens jetzt den Glauben an die Menschheit verlieren. Dazu noch 50i, denn das L steht für römisch 50. Wollt ihr mich komplett verarschen? Nur hier ist ein großes L, das macht dann 50 mehr. Was? Und da C römisch 100 heißt,
sind im Wort Schnappi angeblich noch 100 H zu finden. 100 H's, weil C römisch für 100 ist? Alter, um auf die Lösung zu kommen, muss man nicht klug sein, sondern einfach ein richtig großes Arschloch. Ich erinnere mich wie damals in Mathe. Herr Wolfgang hat sich 392 Melonen gekauft. Berechne den Umfang der Sonne. Und wisst ihr, die Leute bei AstroTV haben wenigstens so getan, als würden sie daran glauben, was sie für eine Scheiße erzählen. Okay, der eine hat aus der Asche von seiner Zigarette die Zukunft von Anrufern gelesen. Aber hey, irgendwie muss man seine Miete bezahlen. Und ich weiß, es ist traurig. Mein Life gibt's nicht mehr. Gut, aber so traurig war es auch nicht. Selbst Max Schradin selbst findet das ein bisschen kacke, was da so gelaufen ist. Aber auch bei Sport 1 konnte man diverse bekannte Tiernamen erraten. Der Marder. Soll ich dir was sagen? Marder ist sehr gut. Ja? Ja, aber der ist leider nicht dabei. Den wollten wir nehmen, dann haben wir ein anderes Tier genommen. Nee, also Katze und Marder, die wollten wir eigentlich nehmen. Aber stattdessen haben wir uns für diese bekannten Tiere entschieden. Die Baumklapperlerche, Halsbandnektarvogel, Kalahari-Hecksänger, Kappbeutelmeise, Kappgroschworn. Wahnsinn. Aber hier, Karu-Drossel. Karu-Heckensänger. Oh, der Langschnabelpieper wäre noch dabei gewesen. What the fuck? Zehnrötel, Namatrappe. Oh, Halbergadler. Jo, wir wollen eigentlich Hase nehmen, aber wir haben uns dann doch für die Makrelentaucher Aasfresser Sperling entschieden. Den kennt ihr, das kennt. Old McDonald. Sind wir ehrlich? Ich habe keinen einzigen gekannt. Farm. Ja, ja, oh, Alter, gibt's ein Schwein und Makrelentaucher, Aasfresser-Sperling, Philipp, du Idiot. Aber auch bei Sendern, wo man nicht anrufen konnte, war das jetzt nicht unbedingt besser. Machen wir jetzt gerade, machen wir jetzt Wellness? Machen wir jetzt? Machen wir nicht? Weiß ich auch nicht, Alter, du bist doch ein Moderator. Ja, weiß ich nicht. Ja, es ist Zeit, um ins Bett zu gehen. Also machen wir kein Wellness, sondern wir gehen einfach schlafen, okay? So, ich meine, entscheide dich mal. Herrlich. Und wo gehen wir dahin? Ins Bett, auf die Couch, in die Hängematte. Ins Badezimmer. Klar, wer kennt's nicht? Schlafenszeit, ab ins Badezimmer, auf die Fliesen! The fuck, Alter. Okay, man kann im Badezimmer auch gut entspannen. Lass dir einfach ein bisschen Badewasser ein, setz dich rein, Penster drin und wenn du nicht ertrinkst, siehst du am nächsten Tag 30 Jahre älter aus. Außer im Gesicht. Ein bisschen schön schrubbelig, Philipp. Das ist einfach die verwirrteste Anmoderation ever. Die stehen vor der Heizung, reden über Wellness und eigentlich wollen sie schlafen. Ich liebe es, wie sie versuchen gleichzeitig das zu sagen. Wir gehen jetzt ins Badezimmer. Ja. Badezimmer ist das zu schlafen. Wir gehen in den wärmsten Raum, den wir in der ganzen Wohnung haben. Warm ist es aber nur, wenn wir unsere neue Hakenclips besitzen. Das klar. Die Heizung funktioniert nur mit neuen Hakenclips aus Plastik, Philipp. Entschuldigung, junge Dame. Ne? Mein Klo spült ja auch nicht nur, weil ich ein besonderes Toilettenpapier benutze. Unter vierlagig spüle ich nicht. Das wäre ein bisschen eklig. Jeder, der ein neues Haus baut, hat sie. Aber wohin mit dem Bademantel? Wohin mit den Handtüchern? Okay, jeder, der sich ein Haus baut, hat vermutlich auch eine Heizung im Badezimmer. Da hat sie recht. Aber wohin nur mit meinem Bademantel? Wohin bloß mit meinen ganzen Handtüchern? Ich habe eine Idee. Vielleicht hängst du dir einfach über die Heizung, die genau dafür gebaut ist, so wie sie gebaut ist. Was ist das für ein Verkaufsargument? Denken die wirklich, dass jetzt Tante Gertrud vorm Fernseher sitzt und sich denkt... Wie dumm sind Menschen, die sich sowas kaufen? Und kann man natürlich so machen, ne? Und wenn sie dann feucht sind, dafür haben wir unsere Hakenclips. Das ist echt scheiße. Ich verstehe nicht, warum die ein Problem damit haben, ihre Handtücher über die Heizung zu schmeißen. Und selbst wenn die keinen Bock darauf haben, ist so ein 3D-gedruckter Plastiknippel jetzt nicht so eine geniale Erfindung, wie die zwei Großhirne uns weiß machen wollen. Kriegst du auch einen Hals, Philipp? Endlich auch ist das ein echter Stauraum. Ein das echter kein Stauraum? Kein verschenkter Raum mehr. Nichts mehr. Wow, QVC hat es geschafft. All meine Sorgen sind wie weggefegt. Endlich habe ich keinen verschenkten Raum mehr. Endlich kann ich meine Handtücher an meinem Handtuch trockene Haken trocknen. Wow. Die tun halt wirklich so, als wäre es eine gute Idee. Wollen wir mal festhalten, die meinen das ernst, Philipp. Das ist deren Job. Deren Job ist mir... Und die machen es gut. Halbwegs. Und vor allen Dingen ganz einfach und die Haken funktionieren. Was soll daran nicht funktionieren? Das ist ein Haken. Hä? Wenn die irgendwo eine Garderobe aufhängen und man kann da seine Jacke dranhängen, dann sagt da auch niemand, wow, das überrascht mich, dass es funktioniert. Das ist der Sinn davon, dass das geht. Der Sinn davon ist, dass man etwas dranhängen kann. Stell dir vor, es funktioniert nicht. Das ist wirklich peinlich. Und wie Sie sehen können, ist das Set so kreiert worden, dass es auf jeden Badezimmer-Heizungsstange passt. Egal. Ihr wollt mir sagen, dass eure geniale Erfindung auf genormte Rohrdurchmesser passt? Das sind nicht die Klugen. Ne? Da könnt ihr euch schön bei der deutschen Industrienorm bedanken, ihr Makrelentaucher-Ausfresser-Sperlinge.
ob sie eine ganz dicke haben mit 27 cm oder wenn sie eine kleine haben zwischen 10 und 26 Meter. Wie bitte was? 26 Meter? Alter, wenn du so ein Rohr hast, kein Wunder, dass du verschenkten Raum in deiner Wohnung hast. 120 Quadratmeter Wohnung, die Hälfte davon Rohr. 24,75 €, Sie bekommen ein sechsteiliges Set. Das sind ja nur 4 Euro für ein so ein Ding? Wollt ihr mich verarschen? Das Ding kostet auf Wish.com 2 Euro und kann 5-mal so viel halten. Aber die aufräumen und funktionieren und es gibt keinen Haken, der so funktioniert. Jeder Haken funktioniert genauso! Das ist die Funktion von einem Haken! Leute, es gibt keine anderen Haken, die sind alle gleich! Er besteht aus 2 Teilen. Einmal der Haken, der nicht mehr wegrutschen kann. Schließlich hat er 4 Jahre dafür gebraucht, um das genialste Seil zu erschaffen, das sie je im Badezimmer hatten. 4 Jahre! 4 Jahre hat er dafür gebraucht! Leute, ich hab ein Gerät, der kommt auf Knopfdruck heiße Luft raus, das ist genial! Aber so ein Haken schnitze ich mir aus einem alten Bierdeckel. Also nehmt es mir nicht übel. Aber so rudimentäre Gegenstände, die wahrscheinlich schon bei den Neandertalern out waren, dürfen echt nicht 4 Jahre Entwicklungszeit haben! Und das zweite Teil ist da... Ja! Dann hier der Clip einfach reinklicken. Sie brauchen kein Werkzeug. Wow! Ich brauche ein Werkzeug für meinen Handschuhhalterhaken! Mann, da hatte ich gerade meine Bohrmaschine schon am Start, ey. Was soll das? Bitte hört auf, über den Haken zu reden. Und wenn Sie wieder abnehmen wollen, machen Sie wieder Klick und das war's schon. Wow, faszinierend. Der Erfinder der Rakete wäre neidisch. Das sind übliche Haken, die Sie überall kaufen können, die richtig, richtig, richtig teuer sind. Was meinen die mit richtig teuer? Die sind doch viel teurer! Sie können ja mal versuchen, mit einer Hand hier den Waschlappen dran zu kriegen. Das funktioniert nicht, weil es einfach nicht geht. Es ist zu breit, es ist zu rund, es ist zu groß. Hier, unsere Haken vom Bauer. Was macht die da, Alter? Was macht die alte Frau da? Das geht nicht an, Alter! Ja, das ist bestimmt der Haken schuld, nicht du! Ganz sicher! Aber wisst ihr, was ich mich die ganze Zeit frage? Wo ist eigentlich der Haken bei der Sache? Wow, Alter! Boah, der hat wehgetan, Philipp, es tut mir leid. Ich kann nicht mehr, Alter, ich weiß... Digga, was haben wir jetzt gemacht? Malte... Lass es einfach mit den Witzen. Oder deine letzte Stunde hat geschlagen. Das war cringe. Dein Life oder den Haken. Schreib's mir in die Kommentare. 60% ihrer Heizkosten, die sie im Badezimmer verwenden, verschwindet in ihrem Handtuch. Einfach verschwindet. Weg, weg. Wir bezahlen 60% von Heizkosten für nichts. Bitte hör doch auf. Bitte hör doch auf, Alter. Die reden einfach immer noch über Haken. 60% der Heizkosten für nichts. Ich benutze 60% Hirnleistung für nichts. Ich kann mir das nicht mehr geben. Die Haken haben mich gebrochen. Leute, bitte gebt dem Daumen mal einen linken Haken da oben. Okay. Danke. Meine Lieben. Mein PC ist gerade gar nicht am Struggle, Junge. Weil ich gerade meinen PC zum Aufnehmen und zum Anschauen benutze. Und das in HD und ich habe einen scheiß Business-Laptop. So, weiter geht's. Uiuiui, das dauert aber lang heute. Damen und Herren, wir werden jetzt wieder vielen zigtausend Leuten Probleme lösen. Okay, okay. Verkauft mir was. Aber bitte mehr als nur die Möglichkeit, irgendwas irgendwo an meiner Heizung zu hängen. Bitte. Wir haben für Sie heute Hausschuhe. Genau. Aber nicht irgendwelche Hausschuhe, sondern Putzhausschuhe. Putzhausschuhe? Putzhausschuhe? Nein, 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 nein! Das ist doch scheiße, Alter. Die stelle ich mir dann irgendwo hin. Und noch viel weniger ziehe ich mir die an. Wer kauft sich einen Putzschuh? Sie gehen von der Küche ins Wohnzimmer, schon ist wieder alles blitzeblank. Das ist doch eine Lüge. Ich verteile das doch maximal in der ganzen Wohnung. Oh, die Katze hat gekotzt. Ja komm, da laufe ich einmal durch. Das ist alles weg und sauber. Ist natürlich auch umweltfreundlich, denn Sie brauchen hierfür keine Reinigungsmittel mehr anwenden. Und das finde ich so besonders. Was? Wie... Wieso brauche ich kein Putzmittel? Das ist wie eine orangene Fußzahnbürste erfinden und sagen, jo, da brauchst du keine Zahnpasta mehr, ne? Und ich muss die Dinger nicht mehr sauber machen, schmeiß ich die dann weg? Oder hänge ich dir meinen 27,55 € Heizungshaken? Vor allem stell dir vor, du läufst eine Scheiße oder so, da willst du nicht stinken. Die sehen aus wie die halbe Hand von Elmo, Philipp. Als wäre einer auf einem Fischmob ausgerutscht und hätte gedacht, er hat die Erfindung seines Lebens gemacht. Das ist nicht klug.
machst einen Kühlschrank auf, fällt ein Bier raus, gehst du einmal um den Kühlschrank rum und dann, meine Damen und Herren, das ist ja saugt praktisch, der ne? alles wieder auf. Ja, tolle Sache! So. Und dein Boden stinkt ja nach einer Bier und klebt, als wäre dein Oompa Loompa gestorben. So funktioniert das nicht! Ich wünschte inständig, irgendjemand hätte mal was erfunden, wo man beim Putzen keine nassen Füße kriegt. Ach ja, hat ja jemand! Nennt man Mob! Einen Mob! Machst du den Kühlschrank auf, Phil? Cringe. Das war's dann auch mal wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall auch gefallen, mal wieder auf ein paar Sachen zu reagieren. Auf Wiedersehen.